Hallo und herzlich willkommen hier bei Erko Games und heute mit Sondergast oder erster Live-Zuschauer, Mr. Double D. Wir nennen ihn jetzt Mr. Double D. So, und ja, heute die Großveranstaltung TLC. Was heißt nochmal TLC? Tables, Sliders, Chairs. Genau. Natürlich mit Marco Miller, Mr. Ja. X, Mr. Z und meine Wenigkeit. So. Und dann würde ich sagen, das erste Match ist The Miz vs. Dolph Ziggler. Ja, es geht natürlich um keinen Titel. Doch. Es geht um den Titel. Es geht um den Intercontinental Champions Titel. Genau, es geht um den Intercontinental Champions Titel. Und dies ist auch das letzte Mal, dass Dolph Ziggler gegen The Miz kämpfen wird. Also laut Daniel Bryan ist dies die letzte Chance für und wir sind sehr Dolph laut Ziggler. Hui. Oh ja, relativ immer laut beim Lachen und so. Das, obwohl, ja doch, jetzt ist schon ziemlich... Na, hoffentlich nicht zu hast laut. Hast du die Mikrolautstärke irgendwie? Mr. X regt sich schon auf über einen Gastzuschauer. Ja, der... Klaut einen Platz. Ja, der Platz wird geklaut. Jetzt wird er befummelt. Und TLC wird präsentiert von SmackDown. So, ja, mach's dir kuschelig, Mr. und Mr. Double D. Ah, wird ja eine warme Gesellschaft heute. Ja. Und die Olle aus Boston, die tut jetzt aussprechen, was hier abgeht. So. Und es geht natürlich unter den Intercontinental-Dingle-Dangle-Dungle-Titel. So. Ja, das klingt ungefähr so gut. In einem Leider-Match. Kommt schon, Dolph Ziggler, gespielt heute von Mr. X anscheinend. Und ja, er kann sogar was einstellen. Eingreifen mit Gegenständen, okay. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was es da jetzt... Also man könnte jetzt eingreifen mit Gegenständen. Mr. X hat sich schon vom... Mr. Z hat sich vermummt. Wird mit einem Finger bedroht. Ja, oh die Mann, beiden streiten Angst, sich gerade mit verprügelt und überlegen, ob sie eingreifen oder nicht. Dolph Ziggler, was kann man über den sagen überhaupt? Der Dolph Ziggler ist auch einer der großen, ja, er ist, er hat sich viel gemacht, also er hat sich viel gemacht. Er hat sich oft gemacht. Ja, das auch, nein, er ist einer, auch schon das Schmuckstück. Er ist einer der großen, er hat auch schon das Gold gehabt, den großen Champions-Titel und ist eigentlich auch ein, super trainierter Superstar. Ein super Superstar. Ja, Gott, scheiße. Er gehört zu den Besten. Er gehört mit zu den Besten, genau, mittlerweile. Von SmackDown. Mittlerweile SmackDown, ja. Ist ja jetzt alles nur noch SmackDown. Und da kommt schon der Gegner, der auch bei SmackDown ist. Genau, wie gesagt, die TLC wird gesponsert von SmackDown. Aber... Okay. Der Mist, der den Titel geklaut schnell hat von oben und sich den schnell umschnallt hat. Der ist also hoch. Das ist der komische Bug hier. Der ist, ja. Er könnte jetzt natürlich auch unterbrechen. Nein, das könnte jetzt der Dolph Ziggler machen. Der Mist hätte vorher eingreifen können. Der mit Gegenständen. Ja, das kann ja Dolph Ziggler machen. Er könnte jetzt theoretisch. Aber sowas machen wir nicht. Auch wenn dies ein Leider-Match ist, ohne Regeln. So wie er grinst, könnte man ihn am liebsten gleich. Bam, aber... Jedenfalls kommt er wieder mit seiner gleichen Kutte wie immer und seiner hässlichen Brille. Ja, ohne seine Frau. Ohne seine Frau, wie auch immer das sein soll. The Maries. In Ash würde er natürlich wieder mit ihr auftauchen, wie immer. Wer auch immer diesen Mann nehmen möchte. Ja, er ist ein Filmstar, ne? Also er ist hier The Face. Hast du gesehen? Mein Gesicht ist Gold. Aber was ist denn da los? Was ist da los, Dolph Ziggler? Oh, da geht aber schon los. Dolph Ziggler, er greift den Mist an. Da liegt der Titel. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Er hat gewonnen, er hat den Titel. Er hat den Titel schon. Wie geht denn das? Der hängt doch oben. Was ist das? Er hat den Titel, jawohl. Das ist total crazy, wenn der oben hängt eigentlich und da ist er jetzt da unten. Was hängt da überhaupt ein Titel? Ja, da hängt ein doppelter Titel. Da hängt doppelt. Was ist denn das für ein Bug? Da kann er mit zwei Titeln zuschlagen. Okay, das Match beginnt gut hat für Dolph Ziggler. Hat da jemand den 3D-Drucker angeworfen? 3D-Printer. Yeah. Und hier geht's los. Zack. Oh, was für ein beklopptes Match. Das Schlimme ist halt, The Miz ist ja noch nicht ganz ausgezogen. Ne? Also es kommt noch ein Moment, wo er dann ohne seinen Mantel rumrennt. Mit Kapuze. Aber hier, Dolph Ziggler will schon mal eine gute Arbeit leisten. Ah, The Miz mit am Zug. Und Dolph Ziggler kommt dort. Er hat einen Ziggy ausgetrickst. Okay, The Miz kann nicht mehr kontern, solange wie er im Minusbereich ist.
Also er kann jetzt gar nichts mehr groß machen. Dolph Ziggler kann ihn jetzt rumwerfen, wie er Lust und Laune hat. Was im Minusbereich kann man eine Kondoms? Wenn der Körper... Das ist mir sehr oft schon beim Selbstspielen aufgefallen. Selbst wo ich hier dieses Limit ausgemacht habe. Sobald der Körper im Minusbereich ist... Oh, Dolph Ziggler hat sich schnell ausgezogen. Kann man nicht kontern. The Miz hat sich ausgezogen, nicht der Dolph Ziggler. Er rennt da schon immer so rum. Oh, jetzt tut The Miz aber langsam mal... Da gibt es mal kräftige Butts auf den Boden. Genau, The Miz will Druck ansetzen an Dolph Ziggler und mit dem Titel... Oh, da schlägt er mit dem Titel zu, der eigentlich Titel oben an der Decke hängen sollte. Ja, was ist denn da los? Warum hat The Miz den Titel? Okay, Dolph Ziggler am Zug. Dolph Ziggler hat die Match Leiter... Oh, was war das? Da war irgendwie ein Move, den er hängt da oben, okay. Aber unten ist auch... Das ist total verwirrend. Ja, das ist... Oh, sehr schön. Da konnte Dolph Ziggler ihm wirklich noch einen Powerslam geben. Okay. Was war das denn? Oh mein Gott, The Miz ist hängen geblieben. Ja, er ist hängen geblieben. Er ist extrem hängen geblieben. Was macht Dolph Ziggler jetzt? Okay, er tritt. Er macht eine Rolle. Und da gibt es einen fetten. Okay, The Miz kann noch kontern. Dolph Ziggler. Oh, er macht jetzt schon die Ecke ab. Dolph Ziggler will es wissen. Das muss wehtun. Kracht The Miz. Und gleich nochmal. Nein, doch nicht. Gibt noch einen kleinen Splash in der Ecke. Dolph Ziggler hat den Signature Move und er setzt ihn nicht an. Er wird natürlich fast gekontert. Naja. Und das sieht doch gut aus für The Miz. Kommt er jetzt langsam in Fahrt? Okay, er nimmt den Titel. Jetzt und schlagen schlägt sie sich auch schon mit dem Titel, obwohl er nimmt seinen Titel. Macht verrückt dieses Match. Ja, es ist vielleicht eine. The Miz hat nur eine Kopie, damit so aussieht, ob er Champion ist. Tja, liebes WWE 2K17 Team, das ist ein dummer Bug hier, ne? Da müsste man eigentlich dran arbeiten. Naja, dumm ist er. Naja, das ist schon amüsant, schon lustig gemacht. Jedenfalls, The Miz schlägt nochmal zu mit der Leiter und versucht jetzt wahrscheinlich das erste Mal die Leiter hochzukommen. Ja, es sieht gut aus. Beim Leiter-Match existiert auch. Genau, was ich aber The Miz zugeben muss, er springt und die Leiter bleibt stehen. Die Leiter bleibt stehen, wie schön ist das denn? Sie wurde perfekt ausgependelt, dass sie stehen bleibt. Ja, einfach nur springen und die Leiter steht. Perfekt. Okay, hier muss ich zugeben, dass mit der Leiter zuschlagen, das ist... Ist fertig, das ist schon mal schön. Juhu, Update ist fertig, yay. Das wird noch wichtig für später. Genau, für später. Wenn The Miz oder Dolph Ziggler fertig werden, Zigzag! The Miz greift sich aufs Erste. Nein, er greift sich nicht, er geht einfach auf die Leiter. Oh mein Gott, er will springen, oder? Er guckt sich um. Was macht er jetzt? Er springt! The Miz kann ausweichen. Ja. Und jetzt. Der versucht es sofort natürlich. The Miz ist am Zug. Er ist am Zug und hier sieht man das neue Minispiel. Man muss versuchen, den roten Punkt in den mittleren Kreis zu bekommen. Das ungefähr 8-mal. Und wer das aufs Erste schafft, das wird auch gespeichert. Also jeder, der einen Punkt hat, das wird immer gespeichert. Und irgendwann hat derjenige Glück. Wenn und die Leiste voll ist, alles grün ist. Ist es soweit, der Titel kann abgenommen werden. Genau, und das finde ich sehr gut gemacht im Vergleich zu den damaligen... Man kann zumindest taktisch vorausdenken. Also im Vergleich zu den damaligen... Man schafft es eigentlich so gut wie nie beim ersten Mal direkt alles grün zu bekommen. Außer der Gegner ist so fertig. Oh ja, da geht's schon los. The Miz hat schon ersten... Oh, da geht's schon zweiten. The Miz hat einen zweiten und wird auf andere Schlag. Aber Dolph Ziggler Oh mein Gott! Sehr schön. Sehr schön. Die ersten zwei sind eingeloggt. Sind wir aber gespannt. Können wir mal gespannt sein, ob The Miz da noch mehr rausholen kann. Ja, das hoffen wir mal. Aber ich sag mal so, auch wenn The Miz 7 davon voll macht und der letzte macht Dolph Ziggler, Dolph Ziggler gewonnen. Das stimmt allerdings. The Miz holt sich erstmal eine neue Leiter. Die alte ist wohl immer falsch genug. Oh mein Gott, Dolph Ziggler ist gestürzt. Okay. Was macht Ziggler jetzt? The Miz liegt am Boden, Dolph Ziggler nimmt sich die Leiter und er stupst ihn an und The Miz fällt hin. The Miz bereitet sich die zweite Leiter auch schon vor. Nein, Dolph Ziggler bereitet sich die Leiter vor. The Miz liegt noch außerhalb des Ringes. Er holt sich noch einen Stuhl. Na, Ziggy hat keinen Bock auf Stühle. Oder er will etwas vorbereiten. Okay, halte und...
R1, was will er jetzt aus der Moderatur? Okay, ich verstehe. Gar nichts, weil er nicht so ist. Nee, er hatte was etwas probiert. Oh, da kommt der Mist mit dem Stahlstuhl. Kommt mit dem Stahlstuhl, das hat Dolph Ziggler gar nicht erwartet. Aber er kann ausweichen, er konnte sich aus den Ringen. Boah, die Ringseile, die wackeln aber auch ziemlich. Oh, da holt sich Dolph Ziggler schon die dritte Leiter. Ja, die dritte Leiter, was ist hier los? Was ist hier los? Es ist zwar ein Leiter-Match, aber hey, man braucht doch bloß eine Leiter. Oh, 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 oh. Okay, oh, sehr schön. Wird von der Leiter begraben. Ja, wird von der Leiter begraben. Vor allem die Leiter. Die, wie schön die da immer so rumschwenkt. Oh, da gab es schon wieder einen. Jawohl, sehr schön. Okay, das ist die Chance für Dolph Ziggler. Die Leiter hoch. Was wird er tun? Was wird er tun? Er wartet, dass The Miz hochkommt. Will er einen Zweikampf provozieren? Nein, er packt doch zu. Er spielt das Spiel mit. Und da ist er nicht reingekommen. Nein, er ist nicht reingekommen. Ja, jetzt er ist drin. Den dritten Punkt. Oh, 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 und da geht's los, der Zweikampf auf der Leiter. Ist aber nachgezogen. Oh, und gibt jetzt ein Suplex von der Leiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Replay. Nochmal, weil es so schön war. Und es wurde weggedrückt. Da. Der Mist steht schon wieder auf. Will er die Leiter hochgehen? Er geht die Leiter hoch. Er packt sich den Titel zum zweiten Mal. Und da ist die 4. Nein. 5 hat es dann nicht gereicht. Und Ziggler ist wieder fit. Ziggler kann die Leiter auch umwerfen. 6. Oh mein Gott, das wird leider zu schnell, dass er reinkommen kann. Ziggler ist am Zug. Er trinkt nicht ein in die Fahrtblase. Ja, er hat es geschafft. Er hat den Mist. Zumindest. Oh ja, er schubst den Mist runter. Jetzt kann Dolph Ziggler das Match holen. Doch, was macht Dolph Ziggler? Nein, Dolph Ziggler will nicht gewinnen. Er will lieber nochmal angeben und sagen, nein, jetzt komm her, ich mach dich kaputt. Ich hab nen Vorfinisher. Ein Konter mit einer Powerbomb. Oh mein Gott. Oh Gott, war das das Ende für Ziggler? Hat Ziggler damit einen Fehler gemacht? Ist das das Ende? Nein. Er kam nicht rein. Oh mein Gott, jetzt vorbei. Oh mein Gott, es ist vorbei. Er bleibt Champion. The Miz verteidigt seinen Titel erfolgreich. Dolph Ziggler hat es nicht mehr geschafft. Mr. X ist leider demotiviert jetzt. Ich hoffe, das wird nicht über den ganzen Match. Er hatte die Chance gehabt. Abend bleiben. Er hatte die Chance gehabt. Er hat die Chance bekommen zu einem Match. Wir sehen uns noch mal. Das erste Match gilt an The Miz. Genau. Das Eröffnungsmatch. Vor allem, wie der Gürtel aussieht. So richtig schön fest, rund. Jetzt ist die Frage, hat er den Fake-Titel oder den echten? Naja, ich würde sagen, guck mal, der glänzt ein bisschen mehr. Also es wird schon der echte sein. Weil der Fake-Titel liegt noch beim Ring. Er kam mit dem Fake-Titel rein, genau. Damit jeder weiß, dass er Champion ist. Er hat schnell beim Shop gekauft noch, ja. Genau, schnell beim Shop. Ja. Aber das ist noch nicht das letzte Match. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Ja. Und das sind wir schon beim zweiten Match heute. Ein Tag-Team-Match. Zwischen Ergo Games und Mr. Z und X, also Marco und Eric, also ich, gegen Mr. X und Z, also der Klassiker. Und natürlich bei mir heute wieder gewinnen. Wie letztes Nachdem wir so gut bei der Survivor Series abgeschnitten haben. Super abgeschnitten und die Luschen, die haben nichts hingegen. Ja, wir haben sehr gut abgeschnitten. Ja, aber zu Staub gemacht. Gar nichts ist da gelaufen. Ja. Das Schlimme an der Sache ist, wir spielen die Champions. Ja, die Tag Team Champions, Rhino und Heath Slater, was ich mir eigentlich nie vorstellen konnte. Naja, ja, das ist halt so, die spielen wir. Genau. Und Bray Wyatt und Randy Orton werden von Mr. X und Mr. Z gespielt. Und ich würde sagen, wir starten das Match jetzt. Ja. Genau, hier sieht man es nochmal, Tag Team Championship. Und das Match kam eigentlich damit zustande, dass eigentlich hätten jetzt auch der American Alphas dastehen können. Aber Randy Orton und Bray Wyatt hatten ja ein Tag Team Match, um herauszufinden, wer gegen die Champions kämpfen darf. Und die Wyatt Family hat gewonnen. Ja, es ist ein Wunder, dass Randy Orton jetzt mit dabei ist bei der Wyatt Family. Aber ich glaube, das hatten wir schon bei der letzten Veranstaltung. Das Thema, dass er übergelaufen ist. Ja klar, die hatten doch dann, ne? Und so. Ja, Rhino sieht ein bisschen, ja, Rhino ist ein Erstellter, wie man sieht. Oder auch nicht sieht. Ich weiß nicht, der Bart, ja, gut. Wir müssen mal gucken, wie der Einzug von ihm ist. Ich nenne ihn die Schmalzlocke. Nee, ja, deswegen spiele ich ja. Die Schmalzlocke sieht aus wie von Michael Jackson. Hat er auch mal die Haare so gehabt, wenn es jetzt als Erstellter Superstar. Hat er vorher eingefettet. Ja. Na, vielleicht kommt er auch mit einer ganz anderen Frisur rein. Klatze. Vielleicht. Bam, bam, bam. Irokesen rein. Vielleicht kommt auch Gorne rein.
Vielleicht kommt auch Gauner rein, würde ich sagen. Mal gucken. Noch ist schwarz Bild, wir sind alle gespannt. Wir sitzen da, drücken uns die Daumen wie verrückt. Und ah, es geht los. So. Oh, yeah, oh, wow. Okay, jetzt kommt zuerst die White Family. Zuerst kommt The Bray Wyatt. Die Halle wird dunkel. Er kommt mit seinen kleinen Flämmchen rein. Oder Licht- oder Öllämpchen. Und Bray Wyatt könnte jetzt schon eingreifen? Ja, wir könnten jetzt schon eingreifen. Das ist echt witzig. Das Lustige, ich glaube aber, das Lustigste ist, wenn wir jetzt eingreifen würden, würde das dann so sein, dass nur Bray Wyatt da ist. Randy Orton würde dann gar nicht mehr dabei sein. Finde ich cool. Das wäre dann ein Handicap-Match 2 gegen 1. Ich glaube, das Wort zumindest ist mir mal so gewesen. Ich bin schon gewesen. Versucht zu drücken. Ja klar, dann prügeln wir beide auf den Bray Wyatt ein. Randy Orton, der macht schön einen Kaffee. Mach mal Kaffee. Ja, das haben wir noch nie getestet anscheinend. Ich sage ja gerade, ich glaube, mir ist das schon mal, ich habe das selber schon mal probiert. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht, ob der dann dabei sein wird. Ich würde gerne die Lampe in die Fresse holen. Ja, ob das geht. Ja gut, ich wusste auch nicht, dass man mit der Trompete von den New Day zuschlagen kann. Also kann man bestimmt auch mit der Laterne zuschlagen. Die steht gerade so rum mit dem Hut. Kannst den Hut aufsetzen und zuschlagen. Ja, Bray Wyatt hat den Ring erreicht. Und sagt schon, come on, guys. Ja, der Anführer der White Family, den wir heute ordentlich vertreschen werden. Und er war ja auch mit verantwortlich, dass Team SmackDown gewonnen hat. Dank die Einmischung von Luke Harper und mit Randy Orton quasi irgendwas schief gelaufen. Ja, wir hatten eine kurze Info gekriegt, es gab einen Zwischenfall zwischen The Miz und Randy Orton. The Miz wurde von Randy... Es ging anscheinend darum, dass irgendeiner den Schlüpper geklaut hat. Und da er den Schlüpper nicht mehr rausgerückt hat, hat Randy Orton den Titel geklaut. Ja, genau, auf The Miz eingeprügelt und ihm einfach den Titel weggenommen. So, gut, dann kann man den Titel verwenden vielleicht. Lustig wär's, wenn The Miz jetzt reinrennen würde, mein Titel. Aber, ja, vielleicht gibt's ja, da noch eine... Mein Schlüpper. Vor allem Randy Orton, der grinst so komisch, ich weiß nicht, den seine Backen... Ah, ich glaube, den Labello ist aus. Den Labello ist aus. Alter, wie das aussieht mit dem Titel. Ja gut, wir hatten das erste Match, ne? The Miz, Dolph Ziggler, The Miz kam mit einem Titel rein und hatte in der Zwischenzeit hing noch ein weiterer Titel da. Also die Intercontinental Titles sind anscheinend sehr beliebt. Die werden jetzt bestimmt immer ausgedruckt per 3D-Drucker. Die gibt es bestimmt gerade im Angebot, deswegen hat jeder Superstar so einen Titel. Der nimmt den einfach mal mit. Ja, da denkst du, hey, ich renne mal raus, ändere mal kurz meine Überschrift mit Titel, Champion und fertig. Oder der Titel ist eine Wanderhure. Das kann auch sein. Oder vielleicht ist das Original. Es ist jedenfalls sehr, sehr skurril. Dass er glänzt noch ein bisschen mehr als der von The Miz. Ja, er glänzt, er blendet mich schon. Wenn irgendjemand mit dem scheiß Titel hier reinkommt, dann hau ich den. Dann weißt du Bescheid, die haben alle jeden zusammengeschlagen, haben sich einen Titel geliehen. Ich brauch den mal kurz zum Angeben. Wanderhure. Titelhure. So. Und das sind schon... Die warten jetzt gespannt, Bray Wyatt und Randy Orton. Zuerst kommt The Rhino. Heath Slater. Okay. Heath Slater. Oder kommen sie gemeinsam? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ne. Die mögen sich doch. Ah, nee, zuerst kommt Rhino, Alter. Das bin ich, Alter. The Rhino. What the fuck? TD Champion, Champion. Kommt auch ein bisschen Flair rein. Okay. Und das Lustigste ist, sie tragen keinen Titel. Ajo. Was ist? Nee, der ist so fett, dass er den sieht. Ach ja, stimmt. Der Titel. Der Titel ist versteckt. Man sieht gerade ein Stück am Rücken noch. Stimmt, da guckt er raus. Ey, das war wie damals. Alter, der hängt im Bauch fest. Ja, genau. Das war wie mit dem Sheamus, wo den sein Bauch so, ne, was wir auch gemacht gesehen haben. Mit dem Sheamus. Ja, das. Der ist echt zu fett. Nein, die Frage ist, hat er sich erst den Titel drüber gezogen und dann das Ding angezogen? Also wenn der Ringrichter das haben will, den Titel, muss er sich ja erstmal ausziehen. Das ist okay, das nicht. Rhino strippt. So, und jetzt kommt der Man. Die rothaarische Missgeburt... was hab ich gesagt? rothaarischen Junge von Mr. Satan. The Bam Bam Man. The Bam Bam Bam, genau. Der Heath Slater, einer, wo man nie gedacht hat, dass er jemals im Leben überhaupt einen Titel... Ja, das auch, aber jemals einen Titel... Haben wir... Was ist da los? Was tust du? Okay, ich dachte, yeah. Ich glaube, was tust du? Was tust du? Das Mensch startet... Au! Aua, oh, ja! Gott,
Alter, da gibt's auch schon auf die Fresse. Der Tür ist abgefallen, Alter, oh, wie witzig. Oh, da gibt's auch schon auf die Fresse. Das Match geht schon gut los. Oh! Da haut die Slater schon rein und gibt die Mitte. Rhino. Nein. Ringrichter ist im Visier von Randy Orton. Okay, wir müssen alle zurückgehen. Kurze Werbeunterbrechung und alle treffen sich im Ring, außerhalb des Rings. Was macht Randy? Randy. Oh, jetzt geht's erst richtig los, das Match. Okay. Oh, Bray Wyatt hat die Führung. Oder ist abgebrochen worden? Ne, jetzt beginnt das Match erst richtig. Eat it, yeah, bam! So, wunderbar. So, erstmal warten hier. Das Match beginnt jetzt ordentlich. Ja, genau, erstmal kurz mit dem Ringrichter quatschen. Alter, wie das Match begonnen hat. Ich schmeiß den Titel weg. Los geht's! Mit der Bauchklatsche erstmal gegen Bray Wyatt und Heath Slater. Ey, was ist denn da los? Oh mein Gott, der Ringrichter kriegt wieder einmal ein paar drauf. Und ja, wer Survival Series geguckt hat, der hat vermutlich mitbekommen, wie der Ringrichter Schläge bekommen hat. Ich hab voll die Lusche, Mann, die kann nix. Ja, sehr schön, schlagt euch gegenseitig. Nein, was? Willst du mich verarschen, Heath Slater im Visier? Der Schiezi hat keinen Bock mehr, der steht dort drauf. Der Schiezi macht jetzt Pause. So, jetzt gehen wir alle raus und warten auf den Gegner. Ey, was ist mit dem Titel? Der Titel lernt fliegen. Ey, was? Hallo, jetzt kommt er wieder. Wir sind auf der Seite, wo ich gerade stehe. Theoretisch, ich weiß gerade selber nicht, wo wir stehen. Das erfahren wir nur, wenn wir irgendwann mal... Orton ist doch auf der linken Seite. Das erfahren wir erst, wenn wir wechseln. Falls wir wechseln. Da kannst du wechseln drücken? Na hallo, ich bin Rhino, ne? Du musst zu mir kommen eher. Nee, obwohl, du meinst jetzt hier wegen Hand raushalten? Was machst du eigentlich? Nee, kann ich nicht, okay. Also wir sind auf der anderen Seite. Okay, gut, wir sind auf der anderen Seite. Randy Orton haut den Titel schon ab. Randy Orton haut mit unserem Titel ab. Das kann nicht wahr sein. Ja, erst den von The Miz. Ich bin schon rot. Du bist schon scheiße, Mann. Ja, du bist rot. Das ist natürlich nicht so gut. So, mal gucken. Ist das jetzt unsere Ecke? Ja, das ist unsere Ecke. Okay. Oh Gott. Oh, scheiße, Mann. Alter. Oh, fuck. Du kannst nichts machen. Scheiße. Klar kann ich was machen. Du bist Minus, du kannst nicht kontern. Ich bin Minus Plus. Du bist Minus Plus, das geht. Geht gerade leider nicht. Was ist das denn, Sister Abigail? What the fuck? Das ist überhaupt nicht gut hier. Nein, Ringrichter! Der Ringrichter hat mich ermahnt und... Was? Schon? Nein! Ja! Schau die Schiedsrichter. Ja, sehr gut. Yeah! Ich bin schon kaputt, alles rot bei mir, vor allem ist alles rot schon. Wie geht denn das so schnell? Das Problem ist, Heath Slater ist nicht so gut gebaut, weißt du? Oh, scheiße! Der auf die Fresse! Tut mir leid! Der hat schon ein Stück Kopf. Scheiße, ich muss raus, erzählt! Scheiße! Ich musste raus, erinnern. Der sieht ja gar nichts aus! Ich hab ja kaum was abbekommen! Außer Sister Abigail! Du hast Schläge bekommen! Alter, hast du wirklich... Ja, ich krieg Dritte und Grand, ich kann immer wechseln, weil ihr alle irgendwo seid! Oh, scheiße, Mann! Oh Gott, nein! Nein, der Kalakondon! Ja, gut so! Du musst weg! Scheiße! Du musst wechseln! Hier, guck mal, ich kann kontern! Du Hure! Ja, sehr schöner Jetzt Tag! Jetzt gibt's einen Double Tag! Sehr schön! Jeder Bam! Verzieh dich, Randy! Endlich mal hier am Start mit dem guten Rhino hier! Ja, zack! Bam! So, Rhino, jetzt musst du was zeigen. Yeah, ich bin Rhino. Yeah, ich bin... Oh, scheiße. Oh, verdammt. Aua. Okay, Rhino wird gewirkt. Heath Slater wird vom Ringrichter ermahnt. Und auch nicht aussehender Konter von Rhino. Alter, Rhino geht auf mich. Warum geht er auf mich? Gar nichts getan. Und die Powerbomb. Nein, nicht. Wird ab. Es wird keine Powerbomb geben. Oh, sehr schöner Clothesline. Oh, Alter, Rhino! Oh, die überwechseln! Nix da, ich bin Rhino! Alter, ich bin komplett rot schon vor allen Dingen. Komplett, Alter, das ist so ein Arsch. Bist schon so tot. Dann krieg ich ja echt die Scheißhaufen hier. Bist schon so tot. Oh mein Gott. Ich will noch mal gucken! Bauchklatscher von Bray Wyatt gegen die Luft. Ja, Schiezi, ey.
Yeah, Bray Wyatt in your face. Oh, Bray Wyatt ist auch schon ziemlich angeschlagen, ist aber immer noch nicht ganz... Oh, was war das? Ein Cover. Ich hab da nichts gemacht, Alter. Ich guck da noch rein hier. Was will der denn? Ey, was geht denn hier ab? Ey, hast du mich angefasst? Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ein Huren. Was zum Teufel? Ah! Scheiß Schiedsi, Alter. Oh mein Gott, nein! Rhino! Wird er wechseln? Ey, der kann nicht wechseln. Heath Slater ist am Zug. Come on. Komm, machen fertig, Rhino. Yeah. Was? Nein! Randy Orton hat Bray Wyatt verraten. Was ist denn da los? Verrat an dem eigenen Partner. Bam! Rhino kämpft gegen zwei Superstars. Alter, wie geil. Er ist erstmal schön zwei... Oh nein, Heath Slater! Ich hab falsch erwischt! Weißt du, er kontert, die Gegner kontert er und Heath Slater fett ins Gesicht. Bam. Alter, wie mies. Oh mein Gott. Rhino, come on! Oh, scheiße. Nein! Fuck, Aufgabe-Move, scheiße. Scheiße, ist... Oh, fuck! Ah, ja! Oh, dankeschön. Oh mein Gott, was auch immer. Oh mein Gott. Oh Gott. Erzählt schon. Nein, auf zu zählen. Naja. Nichts dafür, der hat schon gehauen. Alter, nein. Wenn wir ausgezählt werden, ist das Match zwar verloren, aber wir behalten unseren Titel. Aber ich will nicht unbedingt wieder durch auszählen. Ey, denke dran, der Ringrichter wird irgendwann sauer und schmeißt sie. Oh Scheiße, ich hab dich auf mich wieder. Ja, nein. Toll, ich bin gerade so schön im Gespräch und krieg auch noch. Ich wackel rum. Okay. Schnell! Heath Slater, kontere ihn! Ja, sehr gut. Nein, Heath Slater, hilf mir! Hilf mir! Ah, Slater! It's Slater time! Oh, it's Rhino time! Yeah! Bam! Das hat noch geklappt gerade so. Ich muss raus. Scheiße, er ist rausgeholt. Verdammt. Ich bin angeschlagen. Hätte heben können. Ja. Nein! Oh, verdammt. Oh Gott, fucking Cover. Cover, nein! Ringelstock, kack in die Hose! Scheiße, komm raus! Ja! Wo lässt du dich los? Was machst du mit der Stalltreppe? Pfui! Yeah! Na, mach doch mal was, Junge! Der Ringelstock ist gerade vom Randy Orton rausgeschmissen worden. So wie nach dem Motto: geh mal raus, du Stör. Was ist denn da los, Randy Orton? Ich ey, das erinnert mich an das Triple Threat Match, Pokémon-Style. Alle gehen sie auf einen, alle gehen sie auf Super Zio, weißt du? Alle gehen sie auf den. Und Yoshiki und Klumanta, weißt du? Was habe ich jetzt gesehen? Mensch. Nein, der lässt mich nicht mal von drin, Alter. Ist das draußen? Ich habe einen Ringrichter im Visier, scheiße. Aua. Das wird schon angegriffen draußen, also so asozial. Ja. Nein! Ryder, was machst du? Das ist der Abigail! Lass ja, ich weiß, es ist Mrs. Abigail! Oh, scheiße, Mann. Heath Slater, du musst aufstehen, Slater! It's Slater time! Fick dich, Alter, verdammt! Lass mich fertig machen, Mann! Oh. Scheiße! Oh, Mann! Oh, nein! Oh ja, schön, weißt du, Doppelteam. Das erste, was wir gut gemacht haben. Das einzig Gute, was wir gemacht haben, Doppelteam. Du lässt dich hier von Bray Wright something. Ja, das war. Du stehst mit der Stahltreppe dort, weißt du? Das war nicht das. Hier, Abigail. Und der Ringrichter, Alter, der Ringrichter erstmal klein in Deckung gegangen, Explosion. Explosion? Und, ja, der Ringrichter ist in Deckung gegangen. Der Ring ist das bescheuert. Rhino auf den Ring gekracht hat. Oh Mann. Ja. Jetzt haben wir wieder verloren. Wir haben Blackstream. Toll. Und ja, damit haben wir. Oh Mann. Toll. Den New SmackDown Tag Team Champions. Ich muss abgeben hier, die Scheiße. Ja, genau. Aber das wird alles noch kommen. Es gibt ein Rückmatch. Das wird alles noch kommen. Wir werden noch die Chance bekommen. Hoffentlich nehmen wir Heath Slater. Wenn die sich so in Ash feiern würden. Na klar, die bekommen auf jeden Fall noch ihr Rückmatch. Nee.
die beiden. Natürlich, die haben ihre Klausel, die können ihre Rückmatch-Klausel noch erfüllen und dann werden wir sehen, wer hier gewinnt. Oh boy. Damit geht das zweite Match zu Ende dieses Abends. Ja. Oder wenn ihr das früh guckt, früh. Ach, ist doch egal. Also bis gleich, gleich geht's weiter. Und da sind wir schon bei den ersten Team-Match heute bei TSC. Und ich würde sagen, wir starten das Match sofort. Und das Match ist Kamala versus die Reason Big Titte. Reason Titte, Nikki Bella. Nikki Bella. Ja. Und es ist ein No-Hold-Spa-Match bei uns abgewandelt für das. Ein No-Disqualification-Match ist es, aber leider gibt es diese Ausführung nicht, deswegen No-Hold-Spa-Match, weil das ja eh das gleiche in grün ist. Tja. Und das Match startet, oder kämpft. Ja, Margo kämpft gegen Mr. Cell. Genau. Immer noch in Boston. Aha. Ah ja, die Camilla. Oh, Nikki Bella könnte jetzt. Nikki Bella könnte jetzt mit Gegenständen angreifen. Ja, wie dieses Match eigentlich zustande kam, naja, es kam, fing eigentlich damit an, dass Camilla halt behauptet hat. Nein, mein Busen ist größer. Nein, nicht, es ging nicht um die Riesenboobs. Es ging darum, dass sie halt ihren Erfolg dank John Cena, dass sie halt so bekannt ist, die Nikki Bella, und dass sie halt so einen Aufstieg hat. Ach, dass sie mit ihrem so Freund. Busen hat. Nee, ja gut, im Vergleich jetzt. Vorschlaghammer? Ja, du kannst sehr viele Gegenstände aussuchen. Mach es. Das muss er machen. Mach ich kann es nicht machen. Mach ich bin am Mikrofon. Mach ich bin die Camilla. Schul. Ja. Was? Oh Gott, er macht 20. Was ist da? Du Scheiße, was ist denn da los? Sind Niki Bella? Heute kommen sie gar nicht erst frisch rein. Ja, ey, mein Mikrofon ist ein Schlag doch. Oh, er wird ab. Oh ja, der Kinderstock liegt auf der Ecke. Bitchfight! Er liegt perfekt in der Ecke, um zu schnappen. Vor allem, wo ist das Mikrofon, bitteschön? Das ist jetzt erstmal übelst weit geflogen. Oh, da gibt's den ersten mit in die Fresse und dann zieht sie nach. Nein, sie kann kontern. Oh, sie kontert aber auch. Oh! Auf den Kinderstock. Ja. Ja, und da liegt Camilla da schon mit ihrer Jacke. Die hat schon immer ausgezogen. Ja, wie gesagt, no disqualification, es ist alles erlaubt. Das ist auch erlaubt. Oh, in die Luft schlagen ist auch erlaubt. Das ist eher nicht so gut. Und das ist mit. Everdrop von Nikki Bella. Das ist auch mit eines der ersten Dieven-Matches. Die Humpen. Ja, macht sie ein Polygestütze. Ich will die erstmal angeben. Ja, oh, guck mal, ich kann. Sieh dir das an, was ich kann. Hast du meine Boobs gesehen? Oh, das gesehen? Ist toll, hat der Schwarze im Publikum gesagt. Die waren bestimmt toll. Die Boobs, I like big Boobs. Beine breit. Ich und bin durchatmen. Der Frauenarzt. Oh. So. Und weibliche Frauenarzt. Au. Oh. Erstmal schön. Ja gut, ich kann es verstehen, dass Nikki Bella so zuschlägt. Sie hat so eine Wut in sich gestaut. Oh ja, sehr schön. Sie hat so eine Wut, dass Camilla gleich mal nachlegt. Mit einem Clothesline aus dem Ring. Aber oh, dann macht verdammt. Sie eine komische Spacke. Die kann leider nicht. Ich find's schade. Oh, was? Na, bist du blöd? Ja, so erstmal nachtreten. Nee, nicht treten. Springen, du. Ja, genau. So, hier, zack. Und es ist auch, wie schon erwähnt, sich nun nach außen begeben. Das erste No Disqualification Match der Diven. Wir hatten ja schon ein Hell in a Cell Match gehabt. Und jetzt dieses Match. Sie versucht, also es kann in den hinteren Bereich der Kommentatoren zu kommen. Und der Hut fliegt ins Publikum. Aber hat nicht, deswegen macht sie einfach den Tisch kaputt. Was ist jetzt los? Hallo? Camilla versucht zu schlagen und gibt ihr direkt in den Rücken ein mit. Wenn da nicht mal ein Wirbel gelockert wurde. Ach komm, hör auf, die kann kaputt gehen, wie sie will. Hier, oh, zack. In your face, hat sie gesagt. Dann gibt's noch mal ein paar in den Rücken. Yeah. Denn das kann den zücken. Oh, schöner Konter. Oh, au, was war das denn? Ein Signature Move. Knie Drop. Ein schöner Signature Move, ja. Oh, Nikki Bella hat auch schon den ersten Finnige. Der Finnige. Oh, yeah! Da die Bande! Dir ist alles erlaubt, hier muss nicht in den Ring hallo, gekämpft werden. Ich war auch mit drüber. Hallo, ich will auch. Okay, gehen. Sehr schön. Yeah, Weiberfighten. Oh, scheiße. Nikki Bella. Und da geht's auch schon wieder zurück in den Ring. Oder nein, Nikki Bella wartet noch. Aber sie kommt schon wieder drüber und haut sie wieder über die Bande. Das sehen wir jetzt ungefähr dreimal, viermal, fünfmal. Dreimal und dann ist das Match vorbei, weil sie Ring. Oh, sie haut's! Nein, sie haut's über die Bande! Genau. Scheiße. Oh, was war das? Die Bande geklitscht.
Hat sie da etwa... Sie hat Schmerzen. Sie hat Schmerzen, Alter. Sie hat Schmerzen. Oh, oh. Na, das war der Spagat. Das war der Finisher. Spagat-Drop? Na. Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Oh, gegen so, die endlich. Stahltreppe haut Carmella Nikki Bellas. Und ja, da gibt es noch einen Kick hinterher. Sie hält sich ihre Brust. Ist ja, sie hält sich ihre Brust. Die Kissen geplatzt. Ah, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, beide liegen und jetzt kommt schon Cena rein und legt sich dazu. In die Mitte, am besten. Die Frage ist aber, zu wem liegt er Carmella sich? Carmella kriecht schon. Beide, vor allem wie sie... Komm her, Niki, komm her, ja, du bist eine Gute hier. Komm, nein, das sollte nicht so sein. Oh nein, was jetzt? Niki, hör auf, Treppen tun weh. Niki, tu das nicht. Ich bin eine Diva. Ich bin hungrig. Ah, ich bin hungrig. Wie sah das denn aus? Das sind die neuen Moves der Stahltreppen. Carmella kann kontern und haut Niki Bella die Stahltreppe. Oh, böse. Sie tritt nach. Nein! Au. Oh. Okay, das ist nicht so schön. Oh. Alter, was war das bitte schön für ein Tritt? Niki Bella schlägt mit der Stahltreppe, aber sie kann kontern schon wieder. Yeah. Boah, Schwein gehabt, Alter. Carmella ist schon fast, also ist der eigentlich. Ja, dein Publikum, der geht voll ab hier. Ja, was machen die hier? Warum kämpfen hier Frauen? Wenn sie Asiaten wären, würde da bestimmt verstehen, warum. Frauen kämpfen, was ist das? Oh, Niki Bella liegt auf der Bande. Nein! Nein! Oh, sie kann es nicht! Sie kann es nicht! Carmella kann es einfach nicht. Carmella Cokes kann es nicht. Ja, die auch. Oh Gott, und Niki Bella ist schon wieder am Zug hier. Niki Bella geht schon wieder über die Bande. Oh Gott, Carmella ist tot, sie ist schon rot. Oh mein Gott, Carmella! Sie sucht in dunklen Lichts nach Gegenständen, nach einer Mülltonne. Ja, eine Mülltonne, die kann sie gut gebrauchen. Das Problem ist, wenn sie jetzt rausgehen würde, würde die Mülltonne verschwinden. In die ewigen Jagdgründe. Ja, die verschwindet dann, die lässt es dann los. Das ist das Problem. Carmella, wie damals, kommt nach. Das ist wie beim Hell in a Cell Match. Läuft sie in ihren Schicksal, in die Mülltonne gesteckt zu werden? Kann die überhaupt noch rennen? Nö. Ah ja, doch, die kann und rennen. Das sagt dazu nur eins. In die Tonne. In die Tonne, in die Tonne. In die Tonne mit der Wonne. In die Tonne mit der Wonne. Und sie liegt Hallo? Schon auf dem Tisch. Lass mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen hier. Da yeah! Der Tisch bricht zusammen. Das wollte ich sehen. Zwar nicht in dieser Ausführung, aber hey. Yeah. Yeah. Oh, scheiße. Oh, sie kann kontern. Und schmeißt den anderen Stuhl. Sie grabt sich die Tonne. Oh mein Gott. Schlägt auf Carmella ein. Oh, sieht gleich aus. Oh, die Tonne ist yeah. doch verrollt. Okay, sie rollt die Tonne auch weg. Eine die rollende Tonne. So, jetzt passt sich Carmella an, damit es vom Körperlichen gleich aussieht. Oder auch nicht. Oh, da gibt es einen Spinebuster-Kick. In your face. Und ein Konter von Carmella. Sehr schön. Oh, Carmella. Carmella, komm her, Carmella. Nein. Okay, Niki Bella rastet come on, aus. Come on, push the show. Trick the tits, hey. Oh. Yeah. Spreiz deine What Beine, the lass dich gehen. Tick, brick, bam. Oh, verdammt. Carmella ist tot. Carmella ist kaputt. Eindeutig Stühle hier in diesem... Ja, es ist noch nicht mal das Match, auf das wir eigentlich warten, wo es nur um Stühle geht. Aber gut, wir haben die Mülltonne auch schon im Einsatz gesehen. Und den Tisch. Aber hey, kann man alles gelten lassen. Zack. Dann gibt es den ersten Signature. Den mittlerweile dritten von Carmella. Was? Der dritte Signature mittlerweile. Oh, ein Konter von Niki Bella. Und, oh nein, alle Beine das gibt's nicht. Wieder oh, die Beine. Sie mag diesen Move, kann das sein? Wieder die Beine, ja, die steht drauf. Kannst du dir vorstellen, wie sich John Cena immer freut. Ja, jeden Abend das Gleiche. Oh, mach das nochmal mit mir. Oh nein, mach das nochmal mit mir. Die müssen jedes Mal ein neues Bett kaufen. Das Bett geht immer kaputt bei den ja, ja. Da reicht einmal. Wenn dort John Cena mit seinem Apple Juice kommt, dann ist er alles vorbei. Und der Bildschirm wird wieder gespalten. So wie die Masse. Zwischen ihren Brüsten. Und wenn sie dann im Bett liegen, sagt er mal, Hi Kids! Oh sie macht einen Knicks.
Sie und kriegt macht dabei Knicks ins Gesicht. Eine in die Fresse! Yeah! Go, Bella, go! Steh wieder auf und Carmella gibt dir noch einen. Steh wieder auf und leg dich wieder hin. Der Power of Carmella. Das sah schmerzhaft aus, als es ist. Vor allem, guck mal, wo die hintritt, ne? Wenn sich das genau anguckt, guck mal, wo die hintritt. Ah, ne, jetzt so nicht, oder? In die Fotze. Oder hier, oder so. Ne, oh, verdammt. In die Fotze. Nein, jetzt. Oder ich guck nochmal hier. Fotze. Naja, verdammt. Alter, du sollst nicht kontern. Ich muss treten. Ja, was? Jetzt reicht's. Oh, jetzt hab ich der Schnauze voll. Jetzt reicht's. Ah, da gibt's eine schöne Elbow. Ich bin schwach. Oh, ja, toll. Yeah. DDT. So. Jetzt wollen wir mal hier aufräumen. Da räumt sich schon die zweite Stahltreppe. Ich frage mich, ob die in Esch auch eine Stahltreppe hochheben könnte. Die Carmella. Ja, Carmella Koks oder Koks kann die alles heben. Ja gut, wenn die Koks, ne? Wenn die Koks kann sie alles nehmen. Oh, jetzt zu die... Wieder Dolph Ziggler, weißt du, Dolph Ziggler macht auch so komische Hampelmänner. Jetzt macht die wieder ihre Fitnessübungen mitten im Ring. Mitten im Ring. Niggi, du musst kämpfen. Au! Oh. Hast gesehen, wo die hingetreten hat? Wohin denn? Wo die sich festgehalten hat. An the Boobs. Ja, die halten sich ganz selbst. Weißt du, an the Boobs. Sie springt auf die Ringseile. Was hat sie vor? Die sagt Loser. Die sagt Loser. Was ist das? Die dreht sich Loser. Ey, guck mal, jetzt haben sie die gleiche Position. Jetzt zeigt sie einen Stinkefinger am Publikum. Yeah! Boah, schön. Das war ja total daneben. Das war aber schön gewesen. Oh, ja, jetzt reicht. Carmella bereitet sich vor. Carmella hat die Schnauze voll. Und sie tut es. Oh, gibt es da den ersten Aufgabe? Was? Ist das Submission? Oh, fuck. Ei. Ah, ist das Submission von da? Fuck it. Versuch. Was die Wurzel nicht mal. Doch. Jetzt ist sie im Rundenbereich. Oh mein Gott, der Rundenbereich wird immer größer. Oh mein Gott, Das erinnert mich an Sami Zayn. Sie hat es einfach nicht mal ausgehalten zwischen ihren Beinen. Ja, weiß, ob sie sich da überhaupt gepusht. Es war bestimmt viel zu rutschig gewesen. Ja, so das erinnert mich an das Match Sami Zayn gegen The Miz. Gut, bei uns war es Dolph Ziggler. Da ging es auch durch Aufgabe, relativ schnell vorbei. Hier, guck mal, hier, schön. Das war ein DDT, wo die Beine in den Tisch zerstört. Der Tisch ist kaputt gegangen. Das ist mal wieder, oh, da hat es gerade überblendet, der Kopf, habt ihr das gesehen? Und da sieht man mal wieder, Nicky Bella hatte die Oberhand gehabt, aber... Oh mein Gott, da stinkt es ja, ich gebe lieber auf. Oh. Nein, Mann. Tja, tut mir leid, Mr. Setz, aber der Sieg geht heute an Marco. Und das endlich ist der erste Punkt für Ergo Games, oder? Ich hab einen guten Run. Letztes Mal hab ich auch schon gewonnen. Carmella Cooks freut sich noch, zieht sich noch mal eine fette Leine und geht ab wie Schmitz Katz. So. Yeah, die Rivalität küsst steht die, immer noch aus. Küsst das Publikum, okay. Ja, die küsst Jungs. Shake und da, was auch immer noch. Yeah. Und dann würde ich sagen, war ein gutes Match. War ein schönes Match. War jetzt nicht. Tische sind kaputt gegangen. Jetzt, aber es war gut. Es war gut, ja. Sie haben schön zusammengeschlagen mit Gegenständen. Ja. Und ich würde sagen, gleich geht's weiter, bleibt dran. Gleich kommt noch ein richtig gutes Match. Genau. Und das sind wir schon wieder bei TLC. Und es geht mit dem nächsten Match. Kalisto Roses. Wie ist der Typ? Baron Corbin, alias Baron Foreskin. Den kenne ich ja gar nicht. Ist der was? NXT groß geworden? Der ist bei NXT groß geworden. Ja, der ist zu SmackDown gewechselt. Der ist jetzt SmackDown. Okay. Ja, das ist schon lange Geschichte. Auf jeden Fall ist es ein Chair-Match. Ein Stühle-Match, genau, ein Chair-Match. Aber ein bisschen umgeändert, aber ihr werdet es sehen. Ja, wir schon mal starten das Match und dann werden wir sehen, ob das auch wirklich hier eingehalten wird. Genau. Baron, okay, den im Hintergrund sieht man schon die Stühle. Die Leiter tun wir uns mal wegdenken. Ja, es dürfen nur... Ich habe noch nie gehört was von dem. Von Baron Corbin, das ist fast so eine Art CM Punk. CM Punk? Das ist so der einsame Wolf, ist das. Der hat schon mit dem Dolph Ziggler rumgeprügelt. Doch. Na, du schon bei Veranstaltungen. Normalerweise hätte er als bei Team SmackDown sein müssen. Da er sich aber verletzt hat, ist Shane McMahon dafür eingesprungen. Normalerweise hätte er dabei sein müssen. Hier kommt auf jeden Fall erstmal Kalisto. Jo, jetzt bin ich. Mit seinem neuen Power Ranger Outfit. Yeah, Power Ranger. Oh, Alter, das war jetzt aber sehr schön. Das ist geil. Alter, das geht ja gar nicht.
Also hier, erster Stuhl. Hallo, Kalisto, du musst dich auch drehen, bitte, na? Dreh dich mal. So, jetzt der Rollbier, erstmal jetzt kurz raus. Und Alter. Ja, so ist schön. So ist schön, so ist fein. Kalisto, du machst das gut, ja. Bam. Und nochmal, bam. Kalisto, Kalisto, Kalisto. Und du auch noch! Bam! Scheiße, oder? Hat das Match jetzt überhaupt schon begonnen? Nein! Jetzt beginnt es gar nicht mehr. Ringrichter ist tot. So. Kalisto hat seine Maske. Nee. Hat das Match wirklich schon begonnen? Nein, Kalisto, jetzt beginnt es erst. Jetzt beginnt es. Kalisto freut sich. Weil er hat ja normalerweise die Power Ranger Maske nicht auf. Siehst du das? Er ist nackig. Ja, da gibt es nochmal einen schönen G-Killer ein. Er schnappt sich den Stuhl, Kalisto. Und da gibt es nochmal einen mit dem. Yeah! Oh, das war ein Glückstreffer. Ein Glückstreffer war das. Schön. So. Das Publikum feiert Kalisto, dass er los, seinen Baron. Angriff kontern konnte. Warten los. Nun ist er wieder in the line. Ei, da gibt's nochmal schön in die Kniekehle, bis der Riese fällt. Oh, für, naja gut, für Kalisto sind sie alle Riese. Okay, das wird angezeigt, okay. Oh, da geht schon erst ein Pin, unfassbar. Alter, ich wollte gerade sagen, what the hell, wie kurz. Das wäre das wäre sogar kürzer als das Match von Goldberg gegen Brock Lesnar. Oder wäre das kürzer gewesen? Ja? Das wäre sogar noch kürzer, noch ein neuer Rekord. Scheiß auf Goldberg und Lesnar. Wir haben das bessere Suplex. Match. Wir haben mit Stühle. Oh, jetzt Barry Froskin am Zug. Oh Gott, da gibt es ein paar Kalisto! Mit den flachen Stuhl. Kalisto! Yeah! Kalisto, du sollst keine Luftsprünge. Ja, so Kalisto schön. Hat den ersten Vorfinisher. Kalisto drops. Nein! Kali Kondon! Kondor von Baron Corbin. Baron Corbin hat den Stuhl! Corbin. Oh ja, er schmeißt ihn. Yeah, Kalisto, was ist das denn? Was ist das denn? Yeah! Kalisto macht komisches Backen. Oh mein Gott! Oh, der Move ist richtig mies. Ey, den Move hasse ich. Das ist so ein mieser Move. Was soll okay, was hat er vor? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er haut den Schizi um. Das zweite Mal, dass der Ringrichter einen Stuhl abkriegt. Also bei uns leiden immer die Schizis. Das, ja, wer SummerSlam Survivor Series gesehen hat, der weiß, was für Schmerzen die Ringrichter unter unseren Matches ertragen müssen. Manchmal mehr als die Gegner. Das ist wirklich eine Schande. Nichts passiert. Kann es nicht mal ein faires Match geben? Nein, nicht ja, bei es uns. Es ist ein faires Match. Hier ist es ein faire. Der kriegt die Treppe mal hoch. Klettert erstmal hoch. Yeah! Yeah! Springt nein! Und das tust du natürlich du bist wieder den Schiedsrichter. Und nochmal ein Elbow Drop auf den Schiedsi. Hat er denn schon genug gehabt? Oh, verdammt! Das war. Okay, das war das Problem. Der Ringrichter war anvisiert, so wie hier gerade eben. So, jetzt sieht's besser aus. Yeah, yeah. Ja. Oh mein Gott! Über die Bande zu werfen. Nein, gibt jetzt aber genau. Erstmal ein paar Schläge in die Fresse. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Er feiert dich selber. Für was? Bis jetzt hat er nur mit dem Stuhl geschlagen. Und den Schiedsi. Ja, das stimmt allerdings. Er lockert sein Armgelenk und packt ihn sich. Und er schmeißt ihn. Nein, er schmeißt ihn nicht. Aber er könnte einen. Oh mein Gott, aus. Yeah, oh mein Gott, geschafft. In your face. Zack. Kick in your face. Bam. Na, dann gibt es nochmal einen dritten. So, jetzt muss ich mal kurz testen. Okay, das funktioniert. Gut, dann kann ich wieder zurückspringen. Spot so. An, Spot aus. Yeah, funktioniert. Der Spot ist noch ganz. So macht man das. Kalisto ist on fire. Hast gesehen. Droht ihn mit Schlägen. Mit der Faust. Sie gehen natürlich la, 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 wieder in die Ecke. La, 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 da stehen schon zwei Stühle bereit. Eine la, Tonne. La, la. Oh, er schmeißt sie doch nicht etwa auf die Tonne. Oh, die Mülltonne ist blatt. Die Mülltonne ist blatt. Ich glaube, Kalisto ist der einzige Wrestling-Superstar, der auch in die Tonne reinpasst. Das könnte gut hinkommen. Achso, ich kann was machen. Scheiße, nein! Nein! What the fuck? Scheiße. Und da gibt's den ersten Pin. Kann er da rauskommen? Ja! Alter, jetzt klappt das. Und Baron bei Corbin 1 war er schon draußen. Nimmt die Mülltonne noch ein wenig mit. Vor allem die Mülltonne ist übelst eingequetscht. Komm, komm, komm. Nein! Es gibt's nicht! Nein! Oh. Und wieder ein Cover.
Der hat ja fast jeden Move mitten im Pin, Alter. Der hat... Na, der Kalisto hat bis jetzt einen Cover-Versuch gemacht. Nachdem der Pin vorbei ist, rennt der Schiedsi schnell weg, weil er Angst hat, wieder einen abzubekommen. Da gibt's, oh Gott, nein! Au, oh, was ist das? Oh, und auf den Tisch. Oh, auf den Tisch, Alter. Oh, wird es doch... Er versucht... Ja gut, man muss zugeben, Baron Corbin ist ein Typ, der schlägt wirklich wie ein Wahnsinniger zu, also... Man kann das schon... Sein Körper ist auf jeden Fall schon mehr gedamaged aus. Alter, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Tisch? Er versucht ihn schon wieder... Das Magenschmerzen. Leider nicht. Er hat Magenschmerzen. Der Ringrichter ist gerade ein bisschen... Der ist ein bisschen verwirrt, er rennt gegen Er ist benommen. Oh! Oh nein, 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 nein! Oh! Nein! Oh nein, verdammt! Oh mein Gott, das geht direkt durch den Tisch. Der Tisch ist broken. Den Tisch. Baron Corbin freut sich. Zieht Kalistos Leiche erstmal durch das Stadion. Ja gut, in dem Moment eine Leiche. Und der Schiedsi interessiert sich nicht. Er rennt einfach weiter gegen die Stange. Der Schiedsi denkt sich so... Wenn das Spiel mal nicht ein bisschen verbuggt ist. Naja. Aber es ist ja nicht so schlimm. Deswegen lieben wir das Spiel, ja. Der macht sein Training, der zieht's durch. Er rennt. Ringrichter, beweg dich. So. Ja, da kriegt er noch ein bisschen Hilfe von Kalisto. Ist aber leider eher auf die Fresse geflogen. Kalisto will jetzt etwa weiter in das Publikum eindringen. Meine Fans. Meine Fans. Ja, juhu. Da freut sich ein Publikum. Du bist mein Fan. Yeah, guck mal hier. Die Oma da oben, die spuckt ihn an. Yeah. Warte, hier nochmal. Du bist mein Fan. Oh, der Ringrichter prügelt. Oh, er wird ermahnt. Baron Corbin wird ermahnt. Interessiert gar nicht. Er geht auf die Schiedsrichter und sagt, hey, come on, bist vorbei, come on. Und Kalisto. Nein! Bist vorbei, come on. Wieder auf Rücken, geil. Was ist das? Der Schiedsrichter geht's auf beide. Der Schiedsi auch schon wieder hat Angst, da gibt's nur deine Stange. Der Schiedsi gibt 11 Meter und ins Gesicht. Kalisto haut ihn. Oh, da kommt Kondon. Oh Gott, ey, was ist das? Er hat auch einen Vorfinisher. Der könnte ihn jetzt durchbringen. Ja, der Ringrichter zieht kurz die Hose hoch. Ja, was macht er jetzt? Was hat er vor? Er tut hier. Ah, okay, ich verstehe. Er wirbelt seinen Arm. Er wirbelt eine Runde. Und. Da kommt er! Durch den Stuhl! Nein, doch nicht. Hat vergessen zu covern, aber ist egal, ist nicht schlimm. Er hat ja noch Möglichkeit. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, warum er. Ja. Oh, er packt ihn sich. Oh, das gibt's doch nicht! Er kippt ihn ein. Oh, da gibt es noch. Und er vergisst wieder den Pin zu drücken. Kalisto ist, sein Körper ist so gedamaged. Corbins Körper ist dagegen vielleicht gerade mal angekratzt. Das gibt's doch nicht, Kalisto. Und da gibt's den nächsten. Oh, der war schön. Oh, das war ein schöner Mann. Das sieht schön aus. Das ist schön. Oh, jetzt ist der Ringrichter wieder. Ey, Ringrichter, bleib cool, Junge. Ja, du kannst mich doch nicht mal schlagen. Ja, komm, lass den da liegen, ne? Wir reden mal kurz. Nee, ich muss da mal gucken. Ich hab Angst. Es rennt da weg, weißt du? Super. Was ist denn hier da? Baron Corbin, haut ab. Hat keinen Bock mehr, der Schiedsrichter geht auf den Sack. Oh, Kalisto ist ihm hinterher. Er muss... Boah, Alter. Du darfst bei den Fans nicht rennen. Hey, Fans. Hi. Corbin will gar nicht mehr. Sie sind jetzt in den ganz... das ist ja cool. Oh, wie geil. Du darfst zwei Schritte rennen und dann wird zwei wieder blinken. Das wäre cool, wenn man die da durchschauen könnte. Boah, wenn... Alter, das wäre richtig gut. Ey, was ist hier los? Baron, Froschkin, yeah! Ah, er kommt aber nicht dazu. Was denn jetzt? Nee, oder? Nee! Da hat er... Oh nee! Nee, Kalisto hängt! Kalisto hängt! Oh nein, hast du etwa... Nein, das kann nicht sein! Hast du? Ja, du hast! Alter. Vor allem, ich boch den erstmal so, nichts passiert, ne, schön. Oh, da geht es in den Backstage-Bereich. Er will es wissen, es geht weiter. Oh, da ist der Coffee-Keks! Und rennt weg schon. Aber was war das? Wieso war das jetzt auf einmal so dunkel? Wieso war das so dunkel? Das war schön. Kalisto trifft ihn. Baron. Yeah, jetzt kommt Kalisto endlich. Kalisto kann Konter noch. Ja, er weiß. Er ist noch fit genug und hat auch noch zwei Finisher übrig. Da könnte er doch mal schön den Stuhl. Oh, yeah. Es ist immer ein Stuhlmatch hier. Genau. Stuhlmatch. Yeah. Da fehlen mir doch vielleicht die schönen Aktionen mit dem Stuhl. Warum nicht mal mit dem Stuhl ein paar Aktionen bringen?
Das kann auf das. Oh mein Gott, der Ringrichter kommt und es wird dunkel. Auch jetzt schon die Einrichtung auseinander. Yeah, what's up, bam! Kalorist du mit deinem schönen Scherben-Move. So. Ne, der geht ja gar nicht. Der geht ja gar nicht. Der kann ja gar nicht mit hier X hier wird auch so Dinger festhalten, also Stühle ranmachen. Corbin. Ja, ja, er schlägt greift woanders hin. Nein, was tut er? Oh mein Gott, Baron Corbin ist so sau. Hier, nimm den Stuhl, du brauchst ihn für später. Was für ein beziehungsweise, hier, pass auf den Stuhl auf, ich brauch den noch. Okay, Kalisto will wieder aufstehen. Yeah, bam. Da gibt's einen DDT von Kalisto. Kalisto, Kalisto, bam. Kalisto in your face, la 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 la. Da kommt schon wieder der Stuhl zum Einsatz. Yeah. Trifft hier, halt mal. Der Schiedsi kriegt auch nochmal in die Magengrube. Halt mal kurz. Ja, leg den. Warte, ich brauch mal kurz ab. Den, ja, kriegst gleich wieder. Ja, leg den einfach ab auf den Schiedsi. Der weiß eh nicht mehr was von vorne. Das tut. Ja, oh, er blutet. Der Erste, der heute blutet. Ein Schlag von hinten und er blutet, ne? Der Erste, der heute blutet. Hier, pass mal drauf auf, hier. Hier, bitteschön. Und Baron Corbin ist jetzt auch endlich mal gedamaged. Der ganze Körper ist rot. Genau, das wollen wir doch sehen. Na, come on, Baron. Baron Foreskin, on in your face, bam. Oh, sehr schön. Cool. Und er haut ihn mehrere Male gegen die Stange, die Abgrenzung, Abgrenzungsstange. Und er macht komische Kamehamehas. Nee, das war gerade Move. Der Drache. Und da ist auch schon der nächste Stuhl. Baron kriecht am Boden. Na komm hoch. Yeah. Und der erste Stuhlmove. Bam. DDT auf den Stuhl. Er saftet. Ja, er saftet. Aber ich weiß nicht, ob das schon reicht. Oh. Kann der kontern. Okay, warte. Warte. Kalisto macht noch ein Kamehameha. Kamehameha vom Feinsten, ne? Und der Finisher von Kalisto. Sehr schön. Den Move hat er sich von Niggi Bella geklaut. Na, wegen der Beine breit machen. Oh, er will beim Manager vorbeischauen, um nach seinem Gehalt zu fragen. Doch, Mr. Gib mir Geld! Mr. Autorität sagt, nein, du bekommst kein mehr Geld. Gib mir Geld! Nein, du kriegst kein Geld. Gib mir Geld! Ey, das aber jetzt so. Hab ich den Scheißstuhl, du kriegst gib mir Geld. Geld! Aber da, Baron schnappt sich den Stuhl. Beide haben einen Stuhl. Wer schlägt zuerst? Alter! Oh, Kalisto fängt auch schon an zu kommen. Ah, da geht's auch los. Der Stuhlschlag zweier Superstars. Der Stuhl ist voller Blut. Ja, und er schleift ihn wieder rum. Aha. Baron hat auch schon einen sehr tiefroten Kopf jetzt. Oh nein, nein! Durch oh den Tisch! Gott, durch den Table! Oh mein Gott. Wird es jetzt langsam das Ende eingereicht? Wird es bald vorbei sein? Wird Kalisto... Kann Kalisto überhaupt noch? Ja, er kann noch. Nein, er kann... Doch, er nein, doch, nee, nee. Er liegt. Ja, doch, er kann noch. Yeah! Kalisto ist on top. Zack. Da gibt es zack. Die Kniekehle noch ein paar. Zack. Kalisto kann jetzt nochmal aufräumen. So, mal gucken, ob wir hier noch was Interessantes haben. Obwohl, warte mal. Da fällt mir doch was ein. Nein. Ja, schön gekontert. Jawohl. So, mein Junge hier. Kannst du nie machen, ne? Kannst du... Oh. Gegen die Wahl und der Finisher! Oh mein Gott! Auf die Baron Stühle. Corbin rastet aus, er rastet aus und ein Cover. Oh mein Gott, das wird noch knapp. Nein, das oh gibt's nein! Nicht. Oh mein Gott, da ist schon vorbei! Baron! Baron hat gewonnen! Ja. Margo ist. Oh. Verloren. Ja, Kalisto ist zerstört. Kalisto ist im Eimer, und genau. Das letzte Bild, was wir jetzt hier sehen, das ist einfach. Ja, Baron Foreskin, wie er versucht aufzustehen. Kalisto, der einfach nur da liegt. Und der Ringrichter, du müsstest den Ringrichter noch ein bisschen weiter nach hinten stellen, neben Baron Foreskin.
Er lässt aber fahren. So. Naja, nee, den ringelst du weiter an den Vorsprung von hinten ran. Weißt du, da so. Naja. Jetzt kommt Markus Gay von der Sinken. Naja, aber guck da, lass doch mal an. Ja. Nimm mich sofort. Er ist schon bereit. Baron Corbin hockt da rum. Naja, und zum Glück ist es nicht der alte Great Khali. Ja, das wär ein bisschen mies geworden. Gar nicht genug Möglichkeiten zu befriedigen, aber egal. Dann werde ich mal sagen, war ein gutes Match. Genau. Bleibt nur dran. Es kommen noch ein paar. Also, ja. Mit paar wirklich Match. Naja, natürlich paar. Na, also bis gleich. Ja. Und da sind wir schon wieder bei TLC. Und ja, schon wieder ein Girly-Match. Und es ist immer noch ein heißes Girly-Match. Es ist nämlich ein Tibis-Match. Becky Lynch gegen Alexa Bliss. So, die von mir gespielt wird. Und das Match beginnt jetzt. Ja, es geht um... Wer die Regeln nicht kennt, die Regeln sind ganz einfach. Es geht um den Women's Champions-Titel. Und ja, die Gewinnerin bekommt ihn nur, wenn sie ihn, die Gegnerin durch den Tisch haut. Also der Tisch muss splittern. Ja. Muss zerbersten. Quasi so wie im letzten Match mit Kalisto und Baron Corbin. Und bei Nikki Bella und Camilla. Und ja, da geht es schon los. Die erste Kandidatin wird jetzt in den Ring. Nee, ich glaube, es gibt so eine Ansage. Ja, es ist eine Ansage. Von einer anderen Frau, die ich nicht kenne. Die immer noch in Boston steht. Oh, hier stehen schon die Tische bereit. Das Mahl ist eröffnet. Oh, jetzt kommt Bliss. Hier kommt sie. Sie kann nichts tun, wenn jetzt eingegriffen wird. Sie ist völlig hilflos. Aber vielleicht wird Margot die Geduld haben, sie in den Ring kommen zu lassen, denn wir wollen doch alle sehen, wie sie sich auszieht. Die zieht sich nicht mal aus. Okay, dann nicht, dann ist es peinlich. Komm rein und schlag mich. Nein, der Becky Lunch zieht sich aus. Titel auswählen? Ja, ich weiß. Da kommen die mit einem Intercontinental-Titel rein. Das wäre sehr lustig. Eine Frau mit einem Männertitel. Eine weitere Kopie. Ja, das bin ich. Ja, guck dich an. So. Da kommt sie schon reingebebt. Sie ist geboren in Kalifornien. Ihre BH-Größe wahrscheinlich Double D. Alles nur geschätzt. Oh, da die letzte Chance. Den Titel einzugreifen. Den Titel einzugreifen. Mein Titel. Aber die Chance ist vorbei. Sie grinst. Da kommt schon die Gegenkandidatin. Ja, eigentlich sollte dieses Match schon eher stattfinden, aber Becky Lynch war hier ja verletzt. Sie, die Schweißerin. Und der Titel ist immer noch zu groß. Der Titel ist irgendwie zu groß für die. Ich weiß nicht, ob der ist irgendwie gestreckt, ne? Also, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie zu groß aus. Auf jeden Fall, die Schweißerin kommt rein. Die mit ihrem kleinen Körper und der Titel so gestreckt. Sie rennt förmlich. Sie hat schon völlig Bock auf Eskalation. Und das mit dem Titel kann die noch so gut rennen. Ja, nee, ist klar. Weißt du, gerade jetzt so, yeah, meine Fans, meine Aua. Und sie sagt sich noch, fick die Schlampe. Ah, nein. Küss den Boden. Ah, was für ein Unterbrechungsmatch heute noch, Alter. Ja. Kuckuck. Jetzt gibt's eine Unterbrechung nach der anderen hier bei TLC. Yeah! Oh, da gibt's, und wenn jetzt der Tisch kaputt gegangen wäre und das Match fängt noch nicht an, das wäre jetzt gewesen. Tisch ja, kaputt. Das Match ist ja schon außer Korn für ein Bitchfight. Naja, das Letzte, was passiert ist, Alexa Bliss und Becky Lynch hatten eine Vertragsunterzeichnung und Alexa Bliss hat Becky Lynch durch den Tisch gehämmert. Ah ja, geil, was? Was? Danke. Haben wir die ganze Zeit aber noch. Also, danke, liebe Univis. Ja, und jetzt beginnt es. Jetzt beginnt es. Warte, gleich geht's los. Nee, es geht gleich los. Ich muss mich kurz ausziehen. Achso, ich dachte schon. Ich muss. Kurz aus, oder? Hallo. Ja, warte, hallo. Oh Gott, ja, jetzt geht's los. Oh Gott, mein Slip hängt raus. Oh, sorry. Alter, was ist das für ungerecht? Scheiße. Ach, hab vergessen zu sagen, es geht los. Ich durfte nichts machen. Es geht los. Ich weiß, dass es losgeht. Ich durfte aber trotzdem nichts machen. Aber es tut sich nicht. Hä? Die hat dort eine. Ey, was ist denn das? Eine Anzeige? Ja, die hat eine Anzeige, eine Tischanzeige. Ey, krass.
Ja, wie gesagt, das erste Tables-Match. Also, wie lange der Tisch ganz bleibt oder was? Ja, interessant. Das kennen wir alles noch nicht. Also theoretisch, wenn ich jetzt 3 Stunden lang drauf haue und das Ding ist rot, geht der Tisch kaputt und ich habe gewonnen. Ja, das ist interessant. Es gibt eine Tischanzeige. Das ist neu. Hier, bitteschön. Scheiße. Ich krieg's mal weg. Yeah, Rock'n'Roll. Da liegt auch noch der Titel. Ha! Fick dich, Biatch. Lass mich in Ruhe. Der Tisch erstmal duschen. Das heißt, du Lynch. Du Lynch. Ich lynch dir ein. Bei dir wird der. Ah, okay, da wird neu. Oh, bist du hingefallen? Nein. Ich wollte hinfallen. Du wolltest hinfallen? Aua! Denk doch an meinen Lipgloss. Boah, du Schlamme, jetzt gibt's erstmal voll your face, Alter. Voll in your face. Was bist denn du für ein Spacko, Alter? Ach, du redest gerade mit dem Publikum. Was ist denn das? Mit den Zuschauern. Gesichtsopfer. Das ist das No-Name. Oh nein, ich hab das Gesichtsopfer gerade, kriegst du Herpes. Boah. Klar, ich reib dich da. Ich reib dich zu dem hin. So, ist mir egal, ich bin Champion. Muss dir einen Kuss geben. So, ciao, Leute. Hey! Wir wollen. Hey! Geh mal weg. Nein! Tschüss, Jörg. Hey, bleib hier! Bleibst du hier! Nein, er gehört mir! Bleib hier! Fick dich! Hey, der Titel! Nein! Gib den mal her! Der gehört uns! Der Titel liegt im Publikum! Scheiße! Excuse me? Ja, nee, können Titel verloren. Excuse me? Können Sie mir bitte den Titel zurückwerfen? Da liegt da hinten. Geben Sie mir den Titel zurück. Ich muss da schnell, bevor die wieder die steht wieder. Ja, okay. Danke. Das sieht gut aus. Kann ich was wegnehmen? Ey, das wäre schön. Dann kracht das ganze Ding ein. Yay. Yeah. Blöde Schlampe. Und dir ist der Titel weg. Ich hab doch ja nichts gemacht. Doch. Ich hab doch ja nichts gemacht. Du hast meine Strähnen angefasst, jetzt sind die rot. Yeah, you bleibst liegen. Du bleibst liegen, nein. Na? Hallo? Du bist so blöd, mich du musst, schlagen. Hallo? Becky, komm, du musst mal zuschlagen. Hier. Ja, genau, so ist das hallo, schon. Denkst du mal an meine Kind? Ich bin schwanger. Du bist schwanger. 8. Monat. Oh, du bist schwanger. Scheiße, die hat mich reingelegt. Natürlich habe ich reingelegt. Die hat mich reingelegt, um mich zu kontern, weißt du? Natürlich habe ich die reingelegt. Komm mal, steh mal auf, du Olle. Nein, ich bleib liegen. Olle, noch ein Mittelwitz hier, ne? Nein, aua. Au, Lupi. So, jetzt reicht schon mit dem Titel. Entschuldigen Sie da in der zweiten Reihe. Sie haben meinen Titel. Könnten Sie mir vielleicht drüber reichen? Du bist auf die Fresse oder was? Komm mal ran, ey. Bitte. Du darfst keine. Mein Gott, da muss ich einen 3D-Drucker wieder anwerfen. Oh, schön. Ich weiß nicht, wie man den Tisch reinkriegt. Oh nein, ich klappe ihn auf. Ach, schade. Aber die waren nicht nah genug. Ich komme hier vorbei. Ich komme überall vorbei. Ich kann bloß gerade nicht laufen. Du bist scheiße, komm her. Hey, das ist mein Move. Na Leute, was geht? Was macht denn die Schlampe? Die klaut meinen Move mit dem Finger. Gar nichts, ja. Kommst du jetzt mal? Ja, ich bin voll langsam. Beweg dich doch mal. Ja, ich hab genau. Komm, ich beweg deinen fetten Arsch hier rein. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll schwach. Ich kann nicht mehr. Ich kann da rausspringen. Das ist doch voll peinlich. Jein. Oh yeah, geil, Matico, Junge. Yeah, Mann. Was war das denn für ein Das war ein Überraschungsmoment, wo ich dachte, ich würde es nicht schaffen. Wo ich mir gerade selber gerade Sorgen gemacht habe. Nein, Becky, wir müssen nochmal drüber reden. Ja, genau. Becky, wir müssen reden. Nein, das war falsch. Ja, das so ungefähr wollte ich es haben. So ungefähr, aber es war noch nicht ganz fair. Egal, welchen Tisch ich nehme, kann ich auch den... Ja, du kannst auch den Ansagetisch nehmen. Du kannst jeden Tisch... Hallo? Darf die etwa nur im Stehen springen? Also, wenn die steht? Oh nein, ich bin schwanger. Nicht in mich. Hallo, wo hältst du dich fest, Ben? Alter, ich kann rausspringen, oder? Wo hältst du dich? Ja, deswegen habe ich mich ja gerade... Aber nur, wenn du stehst. Ich hab ein Stehen? Ja, wenn du stehst, ne? Verstehst du? Hallo, halt die... Nee, du sollst die festhalten.
Nein, nicht hin. Läuft schon mal rüber, ja, das Match. Also geübt, ey, komm, Alexa Bliss, wir haben das 300 Mal geübt, bevor die Zuschauer kamen, ne? 300. Wir haben alles schon geübt, wie wir es gemacht haben. Wir haben es besprochen, so. Nein! Cool, ey. Versauscht mal alles hier, gibt's ja nicht. Zack, komm her. Ich kann immer schlagen, die Alte. Oh, was ist denn los, Bliss? Hast du Bliss? Die Alexa Bliss hat Bliss. Und der. Ey, gib mir den Hut wieder. Warum fliegt der. Lass Kicker. Yeah! Oh, Scheiße, das war kein Kicker. Hallo? Kickertisch? Yeah! Alter. So, das war's jetzt hier. Gott, was ist das heute für eine Veranstaltung? Jetzt geht's ab in den Tisch. Aua! Was ist das nur für eine Veranstaltung? Aus die Schlampe. Ja, das war ein schöner Konter. Obwohl, da steht Fee geschlagen. Scheiße! OMG! So scheiße! Oh, scheiße! Scheiße! Nee, es lädt noch auf, es lädt noch auf! Die kann das nicht! Verdammt, leck mich doch! Du kannst es nicht, du bringst es nicht! Warte ab, was ich kann und was du nie kannst! Hier! Achtung und! Jawohl! Das war ja total verpackt. Ja, das sollte eigentlich auch nicht so enden. Ah. Bitch! Ah, verdammt! Aua! Die kann den DDT aus, finde ich auch. Das ist ja total mit einem, crazy. Sogar mit einem Replay. Weil es so schön war. Tadadab! Tadadab! Genau. Ich kann mich nur fallen lassen. Ach, verdammt. Oh. So. Becky Lynch, steh auf, Becky Lynch! Ja, genau. Du siehst voll lahm. Ja, weil du keine. Doch, du hast. Nein! Das ist so geil, wenn ich das gebildet habe. Nein! Doch nicht jetzt! Nein! Ja! Ja, einfach klar. Mal die schön. Die verkackt's natürlich auf letzter Linie. Ja! Oh. Yeah! Oh, was ist mit dem Tisch passiert? Verpackt jetzt schon. Da kann niemals so stehen bleiben. Ah. Oh. Voll in den Arsch. Verdammt. Komm hoch, Lynch. Lynch! Ich will das unbedingt was ist mit dem probieren. Was ist da los? Der Tisch ist nicht mehr. Ja, passend. Kriegen wir nie wieder da runter. Ist verbuggt jetzt. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Mann! Du hast sie kaputt gemacht. Ah, verdammt. Der Tisch ist kaputt, genau. Autsch. Oh, Alter. Der Tisch ist im Arsch, lalalala. Ach, verdammt! Oh, das lernen wir. Mit der kleinen Zehenspitze krachte drauf und die Tische brechen das dann. The match is genau, over! Die Zehenspitze. Oh, der. Das ist wie so Domino-Haus, wenn du so Steine rausschieben musst, damit es nicht zusammenbricht. Weil so bewegt sich das. Vor allem steht der Tisch überhaupt noch auf den? Guck mal, der fliegt doch. Ja, ist auch schon. Da steht doch schon ein Jahr nicht mehr auf den. Jetzt doch mal gut hier. Au! Oh! Alter! Was? Wie geil ist das denn? What the fuck? Ich hab die unter dem Tisch durchgeschellert. Was ist denn da los? Das muss man auch erstmal so können. Okay. Ich krieg Applaus von allen. Hört euch den Applaus an für diesen grandiosen Move hier. Ja, nochmal. Da ist kein Hem dabei. Alter, da ist ganz geblieben. Der eine Tisch. Ah, der untere. Ist kaputt, tausend da oben Teile zerberstet. Ich bin ja. Ein Champion. Erstes Match gewonnen. Neue Women's Champion. Oh, ich kann ab. Oh. Oh nein, nein, nein. Ja, geil. Nein. Guck mal, der Tisch ist geil, rot. Geil. Jetzt geht's ja richtig ab, Alter. Nein. Jetzt geht's ab, Alter. Nein, lass mich. Lass mich bitte. Alexa! Lass mich bitte. Oh mein Gott. Alexa will es nochmal beweisen.
na, 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 na. Na, na. Oh Gott, Becky. Becky wird wieder krank geschrieben. Mach's denn jetzt? So, hier, erstmal hinlegen. Was? Scheiße. Wolltest du den Titel da drauflegen? Ja, mal aufklappen, das Ding. Beeil dich, ne? Ja, ich glaube auch nicht so lange, weil mittlerweile geht das dann auch automatisch weg. Na, das geht nicht so, wie ich mir vorstelle. Na klar, holen wir mal die alte hoch. Den mein Gott, was hat Alexa Bliss nur vor mit Becky Lynch? Becky Lynch kann nichts mehr machen. Ich hab noch was vergessen, was wichtig ist. Er stellte dort eine Treppe hin, damit sie besser einen Tisch hochklettern kann. Oh, ich komme den Tisch nicht hoch, muss ich hochklettern. Alter, lass mich! Aua. Du hast doch gewonnen, was willst du denn noch? Irgendwann, es geht glaube ich gleich vorbei, ne? Du kannst dir nicht ewig in drei. Ist sie jetzt gerade gegen den Tisch gekracht? Du kannst das nicht. Bitte tu das nicht. Was? Was ist hier los? Was hast du? Guckst du mal mit? Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht, scheiße. Nein, hör auf. Ach so. Nein. Naja, nein. Egal. Tschüss, nein. Und du kommst mit dem Kopf auf die Treppe. So, sie ist gerade schon ins Skelett. Bisschen raus. Das war's. Das war das wohl spektakulärste Table-Match, was wir je hatten, da wir ja kaum welche hatten. Das war das allererste Table-Match, was wir jetzt Geschichte. In der Veranstaltung gebracht haben. Das erste also, Match. Noch kommt ein Match. Noch ein einziges Match. Es ist ein Titel-Match, kann ich mal verraten. Und bleibt dran. Also die Augen machen mir gerade ab. Und das sind wir heute schon beim allerletzten Match für heute. TLC Dean Ambrose vs. AJ Styles. Und ich würde sagen, wir starten das Match sofort. Ja, Dean Ambrose, der Hardcore-Motherfucker, ohnehin super, mega, krasse Heartbreaker. Ja, einfach krasser Typ. Und AJ Styles, der mehr Geld in seinen Style legt als... Der Phänomene Styles. Mich wundert, dass der Typ noch nicht mal eine Dauerwelle trägt. Naja. Die wurde während des Matches... Oh. Und immer noch in Boston. Wow, das hätten wir nicht gedacht. Ach ja, es ist ein TLC-Match. Ja. TLC. Wer hätte das gedacht? Darum steht auch Hashtag WWETLC. Das heißt... Vielleicht steht auch mal ein Hashtag. Wir fangen so an, wie das... Wie es heute angefangen hat. Ein TLC-Match. Der Titel muss... Runtergeholt werden. Ja. Und hier komme ich, Dean Ambrose in Lederjock. Okay, und AJ Styles könnte... Der sieht immer, ich weiß nicht, der sieht wirklich immer aus wie... Die Augen... Er ist auf jeden Fall flink, er braucht nicht lange... Alter, die Augen, das erinnert mich an Anakin Skywalker, wo er damals zur bösen Seite gewandelt ist, wo er zum Schluss aussah wie doch so verbranntes Gesicht und die Augen waren genau so... Ich auf jeden Fall mal einen Schritt waschen, das braucht. Ja, gut, der hatte keine Zeit gehabt, die Hose zu wechseln. Da ist vom Klo aufgestanden, alle haben gesagt, Ambrose, du musst ran! Hat ihn abgewischt und jetzt geht's los. Ja, ernsthaft, die ist braun. Der hat halt... Hat er dann versucht abzuwischen und ist halt... Der wollte lieber noch eine Leine ziehen, bevor er sich in den Arsch abwischt. Oder so. Und hier kommt der Mann, der sich selbst der Styler nennt. Er sagt selber von sich, er hat Style und hat das Geld. Alles, was den Fotzen so gefällt. AJ Styles, yeah. Ist nicht geklaut. Okay, ist geklaut. Wir hatten heute sehr viele Sachen, die geklaut wurden. Er hat komischen Bartwuchs auf dem Bauch. Er ist halt Ambrose. Komische Haare auf dem Bauch, wollte ich eigentlich sagen, aber ja. Er ist Titelträger von SmackDown. Und man könnte unterbrechen. Er trägt Latexhandschuhe, um nicht seine Fingernägel zu ramponieren. Abzubrechen. Ah, mein Fingernagel. Seine Locken sind aus Gold. Was? Hat er sie schwarz gefärbt, damit es nicht so angeht. Damit die Leute nicht so auf die Haare springen und die Haare abreißen, damit sie mitnehmen können. Oh, Geld. Sein Lederjäckchen hat er bei Digi Max gekauft. Digi Max? Keine Ahnung. Ist der McGuides, kann so sein. Kick, ne? Bei Kick. Oder bei Kick. Das wäre zu heftig. Die Ambrose kauft bei Kick ein, das sieht man auch. Ambrose denkt, ja, deswegen der Fleck. Er hat sich vorher die Hände gewichst, daraus sein Logo geworden.
Okay, das ist so weit, das tut mir leid, Leute. Wer ein Edge Style Fan ist, der hat höchstes, komplettes Recht, uns heute zu haten. Kann uns gerne einen Comment schreiben, macht ihr eh, ne? Und wenn doch, freuen wir uns trotzdem drüber. Ja. Ja. Es geht natürlich um den Hell. Und den Hell in Cell Champions Titel. World Heavyweight Champion. No Man Dog. Und diesmal ist es bloß ein Titel, der gebracht wird, ne? Oh, da geht's. Oh, sehr schön. Edge Style Hand. Okay. Victor! Denn du hast Style und das Geld, aber ich hab ne Brand. Alter, da hinten ist ja auch alles. Mann, wir dürfen uns auf die braunen Flecke konzentrieren. Boah, das Match ist. Oh, was ist denn hier los? Edge Styles kontert. Edge Styles kontert. Oh mein Gott. Was ist da los? Style kann nur Style. Und Ambrose kontert. Und Styles kontert. Und was ist jetzt los? Und Kontor, ja, das neue Veranstaltung. Kontermatch. Oh nein, er regnet den Nacken ein. Tu es nicht. Und die Augen von Ambrose. Ich bin gekifft. Die Augen, ich weiß nicht, die sind irgendwie. Ja, ist höre halt. Die sind schlimm. Ja. Jetzt höre, dass er sich überlacht hat, bis mir vorher gestellt. Sei froh, dass die Bandagen, die da anhat. Oh, ist ein schöner Konter. Und Edge ist da zerdrücken. Und Ambrose hat Magenschmerzen. Das ist sehr schön. Okay, bis jetzt sieht's für beide gut aus. Oh, Ambrose ist gut aus. Ja, ich bin Undercooker. Er ist Undercooker. Er nimmt anscheinend die falschen Drogen oder was auch immer, was er da schläft. Und es geht los. Der erste, der reinkommt, ist der Tisch. Ambrose kommt mit dem Tisch rein. Styles nimmt sich den Tisch und, okay, sie wollen jetzt wetten, wer einen größeren hat. Ich natürlich. Wer hat einen größeren Tisch? Wer kriegt, der kann ihn nicht hinstellen. Meiner ist braun, meine Hose. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist denn das, Plastiktisch? Der Tisch ist kaputt. Es macht Styles. Der Tisch ist kaputt gegangen. Oh, Alter. Au. Okay, also, eindeutig. Styles hat einen größeren gehabt. Der hat es geschafft, dass Ambrose sein kleiner abbrüscht. Der Tisch ist gebrochen. Und jetzt geht's weiter. Styles ist am Zug. Oh, sehr schön. Alter, mit den Knie. Okay, Ambrose kann nichts machen. Styles kommt mit der Leiter. Er zieht sich die dickste Leiter aus dem Ring. Ja, genau da. Den Ambrose krabbelt zum nächsten Tisch. Ambrose, come on, komm hoch. Er stellt schon die Leiter hin. Okay, Ambrose will mit dem Tisch kontern. Oh nein, er steht. Ah, Ambrose, du kannst die Leiter auch umschmeißen. Erstmal Füße ins Gesicht. Oh Gott. Never, was hast du denn? Alter, wenn der Tisch jetzt kaputt gegangen wäre. Der schöne Tisch. Boah, Alter. Ambrose, komm hoch. Oh, was war das denn? Eine Gummiband. Ambrose, komm hoch. Was? Okay, er lehnt den Tisch ran. Er will jetzt was Feines mit dir machen, Ambrose. Nein, nicht mit mir. Spielchen machen. Ja, dann mach mal. Hab die braune Hose an. Oh, sehr schön. Die Leiter. Okay, was hat Ambrose jetzt mit der Leiter vor? Oh. Okay, man kann die auch dort. Schön. Und natürlich Styles wieder. Was für ein Match beginnt. Match beginnen, ne? Ambrose ist schon fast komplett roh. Oh, Styles wird aus dem Ring geschmissen. Und Ambrose hat jetzt die Chance, den Tisch zu nehmen. Und er. Ja, genau, das. Dass der Tisch noch ganz geblieben ist, wundert mich. Na, was denn jetzt? Was ist das jetzt? Ich sehe dich, ich krieg dich. Lauf doch nicht immer woanders. Jetzt hab ich dich. Oh nein, doch nicht. Ja, jetzt. Alter, was ist das denn? Edge ist das. Taktischer Kampf, Alter. Edge ist das, rennt gegen die Leiter. Oh, und hier kommt der Styles Clash. Hose, bitte. Der Finisher von Edge Styles. Hat sich geschmeckt. Ist das Ende von Dean Ambrose? Edge Styles klettert hoch. Comeback für Ambrose. Ist das Ambrose sein Comeback? Er feiert sein Comeback. Du musst genau in die Mitte der Leiter ran und dann. Oh, hinfallen. Scheiße. Naja, gut, das musst du zwar nicht, aber. Gut. Ich kann doch Comeback starten. Ambrose. Yeah, Comeback is over.
Comeback is over. Yeah, come on. Die Leiter ist kaputt. Ja, Mann, Alter, durch die Leiter. Was geht hier ab, Mann? Der hat den Signature-Move, musst du an die Seile machen. Du musst den an die Seile lehnen für den Signature-Move. Was muss ich? Du musst den an die Seile lehnen. Kann ich machen. Den Styles. Kann ich machen. Nein, nicht dort, an der Seile, ne, in der Mitte von der Seile. Nur so als Tipp. Nicht an den Ringecke. Oh, schöner Konter. Was ist das? Oh, schön. Oh mein Gott, Styles, was hat Styles vor? Okay. Styles klettert hoch, Ambrose ist wieder fit. Krass. Der übt das. Alter. Der hat bestimmt so ein Cheat-Modul, wo du ja einfach nur drücken brauchst. Alter, mach was! Ambrose! What the fuck? Ambrose, halt die! Schmeiß die Leiter! Ja! Schmeiß die Leiter um! Schmeiß die. Ja! Box ihn in den Bau! Box ihn in den Schritt! Voll oder endlich! Wo auch immer! Schieb ihn runter! Zieh ihn runter! Von hinten! Na gut, dann nehme ich dich von hinten halt! Ja, genau! Ja, und! Yeah! Bam! Sehr schön! Oh, es reicht's! Bau erstmal schön ab das Ding, da kannst du so, weg damit. So, hier. Ah, ja, come on. Jawohl, sehr schön. Dass da auf dumme Ideen hier kommt. Konter zum Beispiel. Ja, yeah, den Dirty Deeds von Dean Ambrose. Jawohl, sehr schön. Er geht durch. AJ Styles ist kaputt. Oh, sehr schön. Beide rutschen. Schön am Boden bleiben, Junge. Schön am Boden bleiben. Ja, bleib mal locker. Immer schön am Boden, ne? Styles, du hast zwar Geld und alles, aber... Er guckt mich an. Ich bin Dean Ambrose. Ich kann treten. Oh, ich bin schwach. Oh. Ich brauche mehr Stoff. Hier, guck, jetzt sammelt er sich. Ja, ich muss mir mal sammeln. Yeah, 1, 2, 3. Bam. Oh, sehr schön. Oh, wunderbar gekontert. Gegen AJ Styles. Jawohl. Ja, das sieht doch gut aus für Dean Ambrose. Nein, was ist das? Der Signature-Counter-Move. Der Signature-Counter-Move von Dean Ambrose. Signature-Counter-Move. Ach, herrlich. Ja, das war jetzt Signature mit... Und ein Dirty Deeds von Dean Ambrose. Bam. Yeah. Das war ein Schluck Limo. Der super Dirty Deeds mit Ripley. Für nur noch, wenn es Alien kommt. Die arme Ripley. Na, was macht Ambrose jetzt? Will er die... Ah, okay, er möchte kein... Er mag die Leiter nicht. Er will sich noch ein wenig um Styles kümmern. Auch wenn er schon ziemlich kaputt ist, der gute AJ Styles. Ja, erstmal hier Headbanger. Ja, und schöner Klotz. Sehr schön. Oh, okay. Hier kommt der Heartbreak. Yeah! Oh. Voll auf die Fresse. Das war nicht so schön. Das gibt Rückenschmerzen. Muss ich mal wieder die Thai anrufen. Das gibt Rücken, ja. Okay, AJ Styles nimmt sich wieder einmal die Leiter. Ambrose versucht wieder hochzukommen, man. Ja, hau rein, das Ding. Sehr schön. Und. Oh, ja, wunderbar. Wunderbar. Ja. Oh, nein. Oh mein Gott. Voll auf die Leiter. Aber Ambrose rollt ganz cool raus. Was ist das? Okay, Ambrose ist wieder in dem Besitz der Leiter. Aber er hat noch keinen Bock, das Match zu beenden. Was soll das hier? Die Leiter bleibt draußen. Er will sich noch ein wenig um AJ Styles kümmern. Oh, was? Wie ist das Bein gerade? Das Bein ist im Netz verhaken, im Seil gewesen. Ganz komisch. AJ Styles blutet. Oh mein Gott, Dean Ambrose freut sich. Boy, really
Oh, oh, was passiert? Der Alchester ist wieder am Zug. Oh, sehr schön, das Bein weggezogen. Ja, genau so. Zack. Wunderbar. Nix da, du kennst doch den Dreck. Ah, bam! Ich liebe es. Schöner Move, schöner Move. Was macht Ambrose? Was hat Ambrose vor? Er kann nichts rausholen. Nein, er kann nichts rausholen. Ich glaube, dort gibt es nichts in dem Bereich. Ambrose, yeah. Oh, Edge ist da. Er hat Kopfschmerzen und seine Hand tut weh. Eckenfinisher? Oh yeah. Ja, das war... Oh, erstmal drüber legen. Drüber rutschen. Ich dachte, kann man das sprechen. Wortwörtlich drüber rutschen. Schöner Konter von Ambrose. Okay. Nein! AJ Styles kontert den Dirty Deeds von Dean Ambrose. Und er kommt selber mit seinem Finisher. Ich habe ihn mehr abwehren kann. Ah! Dammit! Und dafür gibt's auch nochmal ein Replay. Richard Meinesack! Alter Schwede, was für ein Match bis jetzt. Naja, da hat er eher Bestrafung, da hat er ja den eher am Arsch gerochen durch Styles. So wie der den gerade gehalten hat, ne? Muss man überlegen, wenn die Hose braun ist und riecht, ne? Naja, Thema wechseln. Okay, was ist jetzt los? Der eine nimmt die Leiter, der andere nimmt den Tisch, okay. Oh, 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 da geht's auch schon wieder los. AJ Styles wieder am Zug. Und der Tisch ist wieder raus und Ambrose. Okay, beide tasten sich an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Ambrose kriegt aufs Maul. Ah, oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Ja, Freiflug für AJ Styles. Ambrose, Ambrose, Ambrose. Sehr schön. Nein, nicht schön. Oh, oh. Und, ah verdammt, kein Konter. Ah, oh, Ambrose blutet. Ambrose blutet. Jetzt haben wir ein First Blood Match. Beide Superstars bluten. Das könnten sie eigentlich immer wieder reinbringen. First Blood Match, wer als erster blutet. Gut, das würde dann schon schnell gehen. Aber. Die Tische. Was ist mit AJ Styles los? Hat er Probleme? Hier, weißt du, der eine geht raus, der andere kommt. Scheiße, war das richtig? Ja, bam! Ja, wunderbar. Schön. Ja, komm. Bau überall drumherum Tische, damit er nicht mehr durchkommt, dann kletterst du gemütlich die Leiter hoch. Was tust du? Nein, nein, nein! Oh mein, nein, nein! Oh fuck. Du hast die Möglichkeit zu kontern noch. Du hast noch die Möglichkeit zu kontern. Oder hast du nicht? Doch jetzt. Nein! Oh mein Gott! Alter, oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott, der Tisch war zu weit entfernt. Oh Mann. Deswegen musste die arme Leiter dran glauben. Okay. Jetzt klettert er schon hoch, der Penner. AJ Styles will es, glaube ich, beenden, oder? Was hat er? Nein, er klettert nochmal hoch. Er will springen und... und der Tisch. Was ist mit dem Tisch los? Das erinnert mich an ein anderes Match damals. Big Show mit einem Stuhl in der Hand. Eingeölt. Der ist eingeölt, deswegen. Oh, schöner Konter von Ambrose. Sehr schön. Okay. Oh, der Arm. Der Arm voll verrenkt gewesen. Das macht nichts, das ist so. Das muss so sein. Au. Oh. Oh nein! 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 Autsch! Übel. Oh, das ist wirklich übel. Das ist übel. Okay, er macht den Finisher. Nein, Alter, ist so schnell. Wieder mit Replay. Alter, das ist übel. Aber guck mal an, wo denn sein Kopf ist. Wo der eigentlich den Kopf hat.
Ja. Ist schon ein bisschen gemein für, ist schon arme Schweinter-Styles. Oh Gott, Ambrose! Let's do it! Nein, Ambrose, du tust doch was, Ambrose! Nee, nicht gucken! Tu, oh mein Gott, das war's. Ey, wenn dort der Tisch gewesen wäre. Oh Scheiße, Ambrose! Alter, man darf nur nicht mal hochklettern! Nee, Alter. Das ging ja jetzt, du konntest schon, aber nachdem er das Ding voll hatte, ist er automatisch runtergegangen. Ja, aber hier nochmal, das ist schön, das ist schön, dass das nochmal gezeigt worden ist. Schön. Oh Mann, ja gut, verloren. Ah, shit. Zwei. Oh ja, nochmal, zack. Fall mir. Oh, ich kletter mal kurz hoch. Oh, ich fall wieder runter. Ich bin abgerutscht. Okay, ja. Damit hat AJ Styles seinen Titel verteidigt. Komm, schub sie leider. Und jetzt kommt Ellsworth rein und haut Styles um und gewinnt den Titel. Schub sie leider um, schub sie leider um. Wie geil wäre das, wenn jetzt der... Nein, ich hab schon weggedrückt. Nein! Ich wollte leider umschubsen, verdammt. Warum hast du weggedrückt? Ach, das ist so eine Absage gewesen. Oh nein. Ja, AJ Styles hat gewonnen. Wenn euch die Preview-Show gefallen hat, dann schreibt's gern in die Kommentare. Lasst ein Like da. Vielleicht ein Abo. Ne? Damit unser Tagessieger auch, Mr. Z. Genau, Mr. C ist unser Tagessieger. Er hat es geschafft. Jo. In der nächsten Veranstaltung wird er dann platt gemacht. Jo, gehen wir alle auf den. Alle gegen einen. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, ich würde dann sagen, wir sind raus, oder? Ja. Peace out. Wir sind raus. Goodbye.